Der damals von Herrn Trump ausgehandelte Phase 1-Deal zwischen den USA und China wird Ende dieses Jahres zu Ende gehen. Und es gibt nicht nur begründete Zweifel, dass es nicht zu einem Phase 2-Deal kommen wird, sondern es gibt sehr wohl sehr starke Zweifel daran, dass dieser aktuelle Deal auch über das Jahr 2021 Bestand haben wird, was ja bedeuten würde, der Handelskrieg geht dann in die nächste Runde, was natürlich für die Aktien alles andere als positiv wäre, denn falls ihr euch daran erinnern könnt, der Crash, den wir im Jahr 2018 hatten, der hatte auch damit zu tun, dass die weltweite Wirtschaft sich abkühlte, weil diese beiden Riesen in einen Handelskrieg übergegangen sind. Respektive, falls Ende 2021 es nicht zu einer Verlängerung des aktuellen Deals kommen sollte, besteht entsprechend die Gefahr, dass wir wieder Aktienkurse sehen werden, die deutlich unter Druck geraten werden, und das würde dann nicht nur chinesische und US-amerikanische Aktien betreffen, sondern natürlich weltweit Aktien und Unternehmen und Börsen, so wie wir das ja auch im Jahr 2018 gesehen haben. Dabei muss man sagen, wenn man sich die offiziellen Daten aus China anschaut, könnte man meinen, es habe nie einen Handelskrieg gegeben und es habe auch nie Covid-19 gegeben. Denn wenn ich mir die Kurve anschaue, wir blenden euch das ein, wie die Handelsbilanz der US-Amerikaner aussieht, und wenn man sich die Importe aus China anschaut, dann ist es so, dass mittlerweile in jedem Quartal weit mehr als 100 Milliarden an Gütern aus China importiert werden, wobei die Exporte nach China gleich geblieben sind. Sieht eigentlich aus, einmal von unten links nach oben rechts mit einer kleinen Delle im Februar des letzten Jahres, nämlich als die Covid-19-Pandemie ausgebrochen ist. Das heißt, wir sehen also Rekorddefizit, wir sehen Rekordhandel, und gleichzeitig könnte man auch sagen, gut, das funktioniert also. Und auf der anderen Seite hat Politico vor zwei Tagen darüber berichtet, dass die US-amerikanische Regierung mittlerweile fast 100 Milliarden an Zoll eingenommen hat, an Gütern, die aus China importiert werden. Und weil ihr mir das gestern alle gesagt habt und weil ihr gesagt habt, ihr vergesst es, wenn ich es euch nicht sage, ich sitze da tagelang und lese diese Artikel und trage das zusammen und dann präsentiere ich euch das. Gibt keinerlei Werbung, weder vorher noch hinterher noch dazwischen. Und deswegen Like und Kommentar, ob euch das gefallen hat, wäre ich euch sehr verbunden. Also, wenn wir das so wollen, könnte man sagen, ist so super, gibt einen Deal. Handel läuft super, die US-Amerikaner verdienen etwas daran, warum sollten die denn das nicht dann auch noch verlängern? Jetzt muss man Folgendes sagen, warum nimmt denn eigentlich Handelsdefizit zu? Wenn man sich zum Beispiel die Daten anschaut, die wir auch aus zum Beispiel Japan, Südkorea oder Taiwan haben, dann sehen wir, dass die Amerikaner grundsätzlich mehr importieren. Das heißt, aufgrund der florierenden Wirtschaft brauchen die Unternehmen die Güter und deswegen kaufen sie sie. Und sie kaufen sehr viel aus China, weil sie das woanders gar nicht bekommen. Die Frage ist aber auch gleichzeitig, sind sie eigentlich glücklich darüber, dass sie aus China kaufen? Und da muss man, finde ich, ein großes Fragezeichen dahinter stecken. Denn es ist zum Beispiel so, dass in einem Artikel von CNBC Moody's zitiert wird, und Moody's sagt, dass derzeit die Zeche die US-Unternehmen bezahlen. Damals hat ja Herr Trump damit Werbung gemacht, hat gesagt, oh, wir nehmen so viel ein und das ist wunderbar und unser Handelsdefizit wird nicht mehr so negativ, und hat das als etwas Positives für die US-Seite dargestellt. Nur wer bezahlt denn die Zölle? Derjenige, der importiert. Das heißt, die Unternehmen brauchen die Güter, die Unternehmen kaufen diese Güter aus China und dann verzollen sie das Ganze auch. Und Moody's sagt in dem Zusammenhang, wenn das so weitergeht, dann werden die US-amerikanischen Unternehmen mehr und mehr ihre Kosten an die Verbraucher weitergeben. Und Weitergeben der Kosten aufgrund von Zöllen und damit steigenden Preisen, Inflation in den USA, da war doch mal was. Das heißt, die US-amerikanische Seite kann eigentlich gar nicht glücklich sein darüber, dass sie diese Zölle erheben, weil sie sich damit selbst ein Eigentor geschossen haben. Und das muss man sich klar machen. Frau Yellen und auch Herr Paul und die Fed, die versuchen gerade die Inflation in den Griff zu kriegen. Und auf der anderen Seite sorgen sie mit den Zöllen dafür, dass die Inflationsspirale weiter nach oben geht. Also würde man sich fragen, ist die US-amerikanische
amerikanische Seite eigentlich so glücklich darüber mit dem, was passiert? Ich würde da gerne nochmal gleich dazu zurückkommen, steigende Preise und Inflation. Etwas, was interessant ist, ja, es gab mehrere Beschlüsse, die zu Phase 1 Deal gehörten. Also, dass die US-Amerikaner die Zölle auf einige Güter von 200 Milliarden an Wert, dass sie das von 25% auf 10% reduzieren und bei einigen Gütern das von 15% auf 10% reduzieren. Und die chinesische Seite hatte auch Versprechen gemacht, unter anderem, dass sie Güter im Wert von 200 Milliarden bis Ende, Achtung, 2020 aus den USA importieren. Sie haben diese Summe, Stand jetzt laut Bloomberg, immer noch nicht gekauft. Und es gibt Stimmen und Händler, die sagen, die Chinesen kaufen aus den USA, weil sie es brauchen. Der Deal ist ihnen da völlig egal. Das heißt, es ist auch ein Kollisionskurs, den wir gerade sehen. Die Chinesen halten sich nicht an die Abmachung und die US-Amerikaner stellen fest, warte mal kurz, die kaufen nicht. Und die Zölle, die wir erheben, das ist ein Eigentor, was wir schießen, da müssen wir etwas dagegen machen. Und deswegen glaube ich durchaus, dass es nicht ein nur Säbelrasseln ist, was derzeit Frau Yellen zum Beispiel von sich gibt, indem sie sagt, dass sie nicht zufrieden ist mit dem Deal und ihre Zweifel äußert, dass die Ergebnisse auch das bringen, was die USA brauchen. Genau genommen sagt sie, dieser Deal ist schmerzlich für die US-amerikanischen Verbraucher. Und sie ist nicht die Einzige, die das sagt, sondern auch die US-amerikanische Handelsbeauftragte sagt, dass der aktuelle Deal ungleichmäßig ist und dass es für die Chinesen keine Nachteile hat und für die US-amerikanische Seite deutlich mehr Nachteile hat. Bedeutet also, die USA rüsten sich schon dafür, dass sie sagen, naja, eigentlich finden wir diesen Deal nicht so gut. Wenn jetzt Frau Yellen in der Öffentlichkeit rausgeht und sagt, mit diesem Deal sind wir nicht zufrieden, wenn die Handelsbeauftragte der US-amerikanischen Regierung rauskommt und sagt, wir sind mit diesem Deal nicht zufrieden, für wie wahrscheinlich erachtet ihr das, dass die US-Amerikaner am Ende des Jahres sagen werden, okay, egal, ist uns egal, wir unterschreiben. Also ich halte das nicht für wahrscheinlich. Und deswegen wird es, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle zumindest Anpassungen geben müssen. Und auch die chinesische Seite, wenn man sich die auf Englisch erscheinenden chinesischen Artikel anschaut, die natürlich auch kontrolliert werden, die sprechen davon, dass es ja natürlich sehr positiv wäre, wenn die Handelsbeziehungen besser werden würden. Man befürchte aber, dass man davon ausgehen müsse, dass der Handelskrieg noch viele Jahre gehen wird und dass sie es bedauern, dass es nicht zu einem Dialog kommt. Und gleichzeitig sagen sie aber auch, dass sie in einer sehr starken Position sind. Und wenn es nicht zu einer Einigung kommen sollte, dann wären sie damit einverstanden. Und ich finde, diese Artikel bringen zum Ausdruck, wir wissen, dass es da Probleme gibt und das ist für uns auch nicht so entscheidend. Jetzt könnte man meinen, naja, die beiden werden sich schon irgendwie einig werden. Nur was wir uns auch vielleicht einmal klar machen müssen ist, es gibt ja immer mehr Streitigkeiten zwischen diesen beiden Seiten. Es ist ja nicht nur so, dass es um die Regierung Xinjiang und den Uiguren geht. Es geht nicht nur um das Thema südchinesisches Meer und Taiwan. Es geht nicht nur darum, dass immer mehr Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt werden von den Amerikanern. Es geht nicht nur darum, dass immer mehr Politiker auf eine schwarze Liste gesetzt werden. Es geht auch nicht nur darum, dass die US-Amerikaner versuchen, die Europäer in aller Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen, um Druck auf China auszubauen, sodass die EU einen Vertrag, den sie mit den Chinesen geschlossen hatten, einfach erst gar nicht ratifiziert. Es gibt immer mehr Probleme. Zuletzt haben wir in unserer letzten Ausgabe aus der Reihe Flucht aus China darüber berichtet, dass die US-Amerikaner planen, chinesische Aktien von ihren Börsen runterzunehmen und dass es dann auch schon ein Gesetz gibt. Und in dem Augenblick, in dem sich das in den nächsten 3 Jahren nicht ändert und die Chinesen nicht nachgeben, dann werden diese Unternehmen delistet werden. Das heißt, in den letzten Wochen und Monaten sehen wir, dass die Handelsbeziehungen der beiden Seiten im Laufe der Zeit immer schlechter und schlechter werden. Und wenn man sich das Ganze einmal insgesamt anschaut und sieht, dass die Spannungen schlechter werden, dass die US-amerikanische Seite sich jetzt schon anfängt zu positionieren und sagt, wir sind mit dem Vertrag nicht zufrieden, dann bin ich mir, da lehne ich mich aus dem Fenster sicher,
dass der Vertrag so, wie er besteht, nicht verlängert wird. Und ich glaube auch, dass das mit ein Grund ist, warum die Chinesen die Güter aus den USA nicht kaufen, weil sie sagen, warum sollen wir das kaufen? Die werden sowieso diesen Deal so nicht bestehen lassen und die wollen nachverhandeln. Und wie diese Nachverhandlung aussieht, ist fraglich. Stand jetzt hat es noch gar nicht angefangen, dass die beiden miteinander Verhandlungen führen. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was die Börse im Moment noch ausblendet und sich überhaupt nicht damit beschäftigt. Und ich habe euch gestern und vorgestern gesagt, ja, es gibt Gründe meiner Meinung nach, warum wir in eine Korrektur gehen könnten von mehr als 10%, vielleicht 15%. Und in meinem Korrekturmieter habe ich auch dieses Thema, denn das wird überhaupt nicht beleuchtet. Und in dem Augenblick, in dem das Säbelrasseln losgeht, selbst wenn Sie das zum Beispiel, sagen wir mal wie beim Brexit, so in der allerletzten Sekunde es zu einer Einigung kommen sollte, wenn es dann ein Säbelrasseln gibt und das Ganze immer weiter nach hinten verschoben wird und die Märkte verunsichert werden, dann ist es ein Grund für ein Pullback. Jetzt ist also die Frage, werden die beiden das Kind in den Brunnen fallen lassen? Werden sie sich einschließen? Auf einmal kommen sie raus und sagen, okay, wir haben uns geeinigt. Oder wird es so sein, dass in aller Öffentlichkeit dieser Machtkampf ausgeführt wird, um seine Positionen zu stärken? Und das wäre gefährlich für die Märkte. Und ich finde, wenn wir über China sprechen, dann ist es ein Thema, was wir ebenfalls uns anschauen müssen. Im Übrigen, beim dritten Teil, wenn wir über Flucht aus China sprechen, wird es um Wachstum in China gehen, wird es um die Unterstützung der chinesischen Regierung für die Wirtschaft gehen und darum, dass die Chinesen die erste große Nation gewesen sind, die gesagt haben, dass sie weniger Geld in den Markt pumpen aufgrund des sehr starken Anstiegs. Damit gesagt, bin ich wirklich sehr gespannt und bitte euch auch, gebt mir Feedback. Was sagt ihr? Sagt ihr, ach, Phase 1-Ziel interessiert gar keinen, die werden sich schon einigen? Oder sagt ihr, das wird zwar zu einer Einigung kommen, aber es wird ein bisschen rumpeln und das Rumpeln könnte ein zusätzlicher Grund für ein Pullback sein, so wie ich das sehe? Oder malt ihr komplett schwarz und sagt, nee, das wird überhaupt nicht mehr zu einer Einigung kommen? Damit gesagt, würde ich heute gerne, weil wir auch immer wieder uns chinesische Aktien und Indizes anschauen wollen, möchte ich gerne mit euch auf den CSI 300 Index schauen. Und für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, das ist der Index für chinesische Festlandaktien, die in Shenzhen und in, Mann, jetzt fällt mir der andere Name der Börse nicht ein, gehandelt werden. Und eins müsst ihr wissen, der CSI 300, googelt das relativ einfach. Banken, 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 Versicherer, Banken, 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 Versicherer, Banken, Versicherer, Industrie, Banken, Versicherer, Industrie, Industrie, Banken. So, das heißt, sehr zyklisch. Deswegen auch dieser sehr starke Anstieg. Und hier sehen wir den Pullback. Ich habe schon mal mit euch den Index besprochen und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal zurückgeht und euch das mal anguckt. Ich blende euch das nicht ein, weil mir das dann zu viel Arbeit für ein bisschen Flexerei ist. Folgendes möchte ich euch dann nämlich sagen. Ich habe euch damals gesagt, wisst ihr was? Die chinesischen Festlandaktien haben hier zwar einen Ausbruch geschafft und jetzt sagt Bloomberg, Mensch, toll, das könnte sogar noch weitergehen, aber ich bin nicht dabei, auch wenn das hier ein möglicher Ausbruch ist, weil ich der Meinung bin, dass wir auch Folgendes sehen, dass der Index direkt in einen Widerstand läuft und deswegen, ich bin nicht bereit, diesen Ausbruch zu tailen und ich bin nicht mal bereit, den Rücksetzer an die Nackenlinie zu tailen, vielleicht die 200-Tage-Linie. Das wäre eine Unterstützung, die halten könnte. So, gekauft habe ich es immer noch nicht. Jetzt muss man ja Folgendes sagen. Das, was wir sehen können, ist, wir sehen einen relativ starken Anstieg. Also, Moment, Covid-19. Da muss man aber auch dazu sagen, vielleicht eins ganz wichtig, Monitor ist im Weg, das waren gerade mal 20%. Also da sind die Aktien viel weniger gefallen im Vergleich zu den europäischen Titeln. Anstieg und dann nach dem Anstieg geht der Markt in eine Konsolidierung über und dann macht so richtig Zakatomski und kriegt auf den Kopf. Und das, was hier gerade passiert ist, meiner Meinung nach, dass der Markt eine bärische Konsolidierung macht. Der wird ausverkauft und guck mal, die Unterstützung wird gekauft, wird gekauft, wird gekauft, wird gekauft. Aber mittlerweile kommen die Aktien ja gar nicht mehr von der 200-Tage-Linie weg, sondern der Markt campt im Bereich der 200-Tage-Linie
Und deswegen könnte man das als einen Impuls bezeichnen, der dann hier in eine Konsolidierung übergeht. Jetzt muss man sagen, noch viel stärker als in Europa ist der Monat September für chinesische Aktien, was die Saisonalität angeht, besonders schwach. Und er steht noch vor der Tür. Das heißt, entweder argumentiert man, dass man sagt, hier ist die 200-Tage-Linie. Und gleichzeitig ist es so, wenn wir uns das in der... Ach, jetzt habe ich mir selbst ein Eigentor reingeschossen, Leute. Wisst ihr das? So, und wenn wir uns das zum Beispiel im Wochenchart anschauen, dann können wir Folgendes sagen. Wir können sagen, die Festlandaktien, Unterstützung, Unterstützung, Widerstand, Widerstand. Seht ihr das, wie der hier immer wieder drauf auftopst? Der hat richtig viel Unterstützung, der hat eine psychologische 5000. Diese Aktien haben das Potenzial, von hier aus nach oben zu gehen. Das ist eine Theorie. Ich persönlich, ja, ich glaube nicht so richtig an diesen Kanal und ich glaube auch nicht mehr an die 5000. Sondern das, was ich eher sehe, ich würde das gerne noch mal ein bisschen ranzoomen, ist, ich persönlich würde entweder sehen wollen, dass diese Zone rausgenommen wird oder der September vorbei ist oder irgendetwas anderes sich bildet. Andernfalls wäre ich daran interessiert, diese Zone um 4847. Das heißt nochmal ein bisschen das tiefere Tief, was wir sehen könnten. Das ist eine horizontale Marke, die aus meiner Sicht eine wirklich relevante Rolle spielt. Gucken wir uns auch gleich im Tageschart an. Und wenn wir uns das auch im Monat anschauen, da sieht man das sehr schön, wie der Markt hier konsolidierte. Und guck mal, was sich hier gerade nähert. Das ist die 20-Monats-Linie. Und wenn die 20-Monats-Linie, die jetzt bei 4,6 ist, auch noch so hier hinkommt, in Richtung 4,8, 4,7, dann halte ich das für eine sehr starke und sehr relevante Unterstützung. Da muss man aber auch sagen, dann hätten die chinesischen Festlandaktien 20% Korrektur gemacht. Die sind ja bereits im Korrekturfeld. Die haben ja schon 17% gemacht gehabt. Und dann hätten wir auch so eine klassische dreiwillige Korrektur, nämlich 1, 2, 3. Und deswegen so für mich die Zone 4,8, 4,6 sehr entscheidend. Falls wir das dann irgendwann mal im Herbst anlaufen, das wäre für mich interessant. Was ich euch schuldig bin zu sagen, ist von dieser gesamten Aufwärtswelle ist das 61er FIP aber erst im Bereich von 4.400. Also wer die maximale Unterstützung kaufen will, da ist ein 61er FIP. Da ist die offene Lücke. Für mich persönlich wäre aber schon so 4.7, 4.6 schon eine erste sehr, sehr starke Unterstützungszone, die mich interessieren würde. So, damit heute Teil 2, Flucht aus China mit dem Thema Handelskrieg und womöglich Eskalation des Handelskriegs. Nochmals, wenn euch das gefallen hat, gerne liken, gerne kommentieren, gerne mit anderen teilen. Das hilft uns einfach, damit wir mehr Reichweite gewinnen für den kostenlosen Content, den wir euch zur Verfügung gestellt haben. Freut mich, wenn ihr euch diese Zeit nehmen würdet. Und damit macht's gut.